Ja, guten Morgen, liebe Facebook-Freunde. Muss mich mal wieder zu Wort melden. Es ist jetzt 4 Uhr morgen in Deutschland, morgens in Deutschland. Ich höre gerade die Diskussion mit dem Herrn Pretorius, jetzige Verteidigungsminister. Und ich sage einfach, er hat ganz vernünftige Ansichten. Es war damals ein Fehler gewesen, die Bundeswehr zu privatisieren, abzuschaffen. Das war der größte Fehler, den also die Grünen und die SPD gemacht haben. Aber man kann ja noch einiges korrigieren. Ich selber war Soldat gewesen, zwar nur 15 Monate. Die Ausbildung fand ich einfach zu lasch, aber man kann ja immer noch was ändern. Aber, Leute, ich bin zu müde, aber die Bundeswehr muss wieder aufleben und die muss eine ganz andere Wertstellung haben. Früher konnte man Soldaten mit Uniform im privaten Bereich im Stadtgebiet sehen. Heute sieht man keinen mehr. Das heißt also, es muss wieder eine ganz andere Wertstellung passieren. Also, Bundeswehr muss wieder aktiviert werden als Wehrpflicht, nicht nur als Freiwillige. Freiwillige können natürlich dazu, ist keine Frage, aber da muss auch kontrolliert werden, damit da auch wirklich vernünftige Leute und keine Rechtsradikalen sich da unterschieben. Okay, dann alles Gute und Leute, der 1. Mai naht, das Wetter wird besser. Okay, ciao, ciao. Meine Güte, was ist das denn für eine?